Hallo, ich bin's, euer Dirk Himmelmann. Erstmal danke, dass scheinbar doch viele Menschen sich für den Audi e-tron interessieren. Also es fällt auf jeden Fall auf, dass das Video relativ häufig geklickt worden ist, aber im zweiten Schritt, was auch relativ interessant ist, ist die Zunahme der Abonnenten. Die jetzt schon fast bei der Abonnentenzahl, was mich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht interessiert, weil ich das nur mache, um euch ein paar Informationen zu geben. Ja, quasi 630 oder sowas sind dazugekommen und vorher, als ich ein paar Tesla-Videos gemacht habe, die teilweise auch gut geklickt worden sind, da waren es halt 720. Also das heißt, es ist schon zumindest so, dass ich jetzt mal so auch denke, es ist durchaus ein berechtigter, Grund, Videos über den e-tron zu machen. Ganz einfach deshalb, weil es doch scheinbar einige Menschen gibt, die sich für das Fahrzeug interessieren. Ich bin bei den Fragen auch so gefragt worden, okay, wie ist denn das Auto ausgestattet? Du beschwerst dich ja, dass du gewisse Sachen hast und dass du gewisse Sachen nicht hast. Ich habe mal kurz die Ausstattungsliste rausgezogen, einfach nur mal zu sagen, wie ist das Auto ausgestattet. Das ist also ein Advanced-Modell, was dann irgendwo so um die 82.000 oder 83.000 Euro kostet. Und was habe ich für Ausstattungsoptionen? In dem Bereich Dachsystem und Verglasung habe ich halt diese Privacy-Verglasung. Das heißt, dass hinten die Scheiben abgedunkelt sind. Sieht einfach schicker aus. Und was wichtig ist, ist die Akustikverglasung für die Seitenscheiben. Also diese Akustikverglasung bringt auf jeden Fall unglaubliche Ruhe im Innenraum. Würde ich jetzt auch empfehlen, dass man die dazu buchen sollte. Räder und Reifen, gut, ich habe diese 20 Zoll Felgen im 5-Arm-Dynamik-Design. Also das sind 20 Zoll Felgen und die Reifengröße, die drauf ist, 255 50 R20. Und was ich noch dazu habe, ist ein Reserve-Faltrad, was auch aufpreispflichtig war mit Bordwerkzeug. Also, das ist so ein kleines Notrad. Allerdings liegt das bei mir hinten raus, damit ich mehr Raum unterhalb der Kofferraumabdeckung habe. Sitze ist auch, also ich habe Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz. 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze mit einer Sitzheizung vorn und ich habe die Komfort-Mittelarmlehne vorn. Das heißt also, die Mittelarmlehne kann dann nach vorne und nach hinten verschoben werden. Dann habe ich weitere Ausstattungsaccessoires, wo ich ehrlich gesagt sage, ja, nettes Gimmick. Also das ist die Einstiegs-LED mit Projektion. Das heißt, der projiziert dann immer e-tron auf die Straße. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt immer so schön finde. Und diesen Fahrassistenten inklusive Notfallassistent, das heißt, der erkennt automatisch, wenn ein Notfall passiert. Im Infotainment-Bereich habe ich ein Audi Smartphone Interface, Audio Music Interface, LTE-Unterstützung für die Phonebox, ein MMI-Navigationssystem Plus mit MMI Touch Response, einen digitalen Radioempfang und die Audi Phonebox. Ich zeige dann gleich auch nochmal Teile der speziellen Ausstattungsdetails. Licht habe ich kein Matrixlicht, sondern ich habe nur das normale LED-Licht, hatte ich ja schon gesagt. Und das, was ich im Innenraum habe, ist das Ambiente-Lichtpaket. Da hatte ich eigentlich auch so gedacht, dass die schon so diese Seitenbeleuchtung an diesen Türen haben. Das heißt, diese Leuchtbänder, die auch in der Mittelkonsole sind, das ist aber dann irgendwie bei Ambiente Plus nur. Und dann kann man es auch mehrfarbig einstellen. Das habe ich also nicht, aber die Ambiente-Beleuchtung ist sehr angenehm, weil in den Türen ist es beleuchtet, unten im Fußraum ist es beleuchtet. Das hatte ich bei meinem Tesla nicht, da hatte ich keine Ambiente-Beleuchtung und da war es dann doch teilweise recht dunkel, weil viele Flächen unbeleuchtet waren. Das ist eigentlich hübsch ausgeleuchtet. Bei Technik und Sicherheit aufpreispflichtig der Wandhalterungsclip. Das ist der Clip, damit man den Ladeziegel zu Hause quasi vernünftig anbringen kann an der Wand. Und bei Technik und Sicherheit habe ich noch Seitenairbags hinten. Bei den Assistenzsystemen habe ich eine Rückfahrkamera, leider keine 360-Grad-Sicht. Die würde ich jedem empfehlen, weil das Auto auch ein bisschen unübersichtlich ist.
den adaptiven Fahrassistenten inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienzassistent, Ausweichassistent und Abbiegeassistent. Dann habe ich das kamerabasierte Tempolimitanzeige, Verkehrszeichenerkennung und das Assistenzpaket Tour. Da ganz klare Empfehlung, das Assistenzpaket Stadt mit dazu nehmen. Das heißt, da sind Querverkehrswarner beim Rückwärtsausparken, insbesondere halt der Blindspot, also quasi der tote Winkelwarner. Die Sitze sind in dem Material Leder, Kunstleder, sind eigentlich auch sehr bequem, komme ich aber sowieso gleich nochmal drauf. Dann im Interieurdesign hat man die Bedientasten in Glasoptik schwarz, also scheinbar sind die sonst irgendwie mattiert, jetzt sind sie halt Glasoptik. Und bei den Bedientasten ist es auch so, dass in dieser Glasoptik schwarz tatsächlich auch der, das quasi, nicht Warndreieck, Blödsinn, also die Warnblinkanlage integriert ist. Das ist keine physikalische Taste, das ist eine haptische Taste. Also ganz interessant, weil es wurde ja mal gesagt bei Tesla, dass das auf jeden Fall immer ein Knopf oder Schalter bleiben müsste. Also bei mir ist es definitiv in das Glasdisplay integriert. Und ist auch nur ein touchsensitiver Drücker sozusagen, aber auf jeden Fall kein physikalischer Knopf mehr. Dann habe ich noch im Exterieurdesign die Dachreling in Aluminium eloxiert. Ja, für den Komfort gibt es dann noch zusätzlich auch aufpreispflichtig Außenspiegel elektrisch einstellbar, heiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblenden mit Memory-Funktion. Inklusive Bordsteinautomatik für den Beifahrer Außenspiegel. Dann habe ich das sogenannte Ablage- und Gepäckraumpaket. Weiß nicht genau, was da drin ist, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall schon mal das Trennnetz und der ganze Krempel für den Kofferraum drin. Innenspiegel ist automatisch abblendend und rahmenlos. Dann habe ich eine Vorrüstung für eine Anhängervorrichtung, eine Komfort-Klima-Automatik mit 4 Zonen, auch quasi hinten dann getrennt regelbar. Ja, und dann habe ich den sogenannten Komfortschlüssel inklusive sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung. Den Komfortschlüssel, der sieht so aus. Ganz normaler Schlüssel. Ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, dass das irgendwie ein Komfortschlüssel ist. Ich meine, was wir jetzt gemacht haben, okay, der hat halt hier so ein e-tron-Logo, das ist schön. Ja, die Funktionsweise war mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz klar. Der funktioniert. Kann ich auch gar nicht so ganz genau sagen, aber es ist definitiv so, wenn man den Schlüssel bei sich trägt, das heißt, man hat ihn in der Tasche, in der Jackentasche, auf jeden Fall, man hat ihn bei sich, dann öffnet sich das Auto automatisch, also jetzt nicht automatisch, sondern es ist automatisch entriegelt. Die sensorgesteuerte Heckklappe funktioniert und es funktioniert wirklich nur bei einem selber. Das heißt also, wenn einer daneben steht, will das Auto aufmachen, das geht in der Tat nicht, nur wenn man diesen Komfortschlüssel quasi mit sich führt, dann kann man das Auto im Endeffekt öffnen. Man kann es dann auch verriegeln, indem man einfach, wenn man den in der Tasche hat, einfach nur den Finger auf so ein Sensorpad an den Türgriffen, also quasi den Finger drauf legt. Also es ist jetzt keine Fingerabdruckerkennung, sondern einfach nur sagt, okay, der Mann, der den Schlüssel jetzt bei sich hat, der drückt da drauf und der will verriegeln und dann verriegelt sich das Fahrzeug. Ja, also ist auf jeden Fall aufpreispflichtig, aber das funktioniert irgendwie wirklich gut. Man muss also den Schlüssel ja, für alle Sachen nicht aus der Tasche holen. Allerdings war das bei meinem Tesla genauso. Das heißt, das Auto hat sich sogar automatisch geöffnet, wenn ich näher kam. Und das Schöne an der Sache war, ob es offen oder zu war, ob es sich geöffnet hatte, sah man halt an den herausfahrbaren Griffen. Die sind hier ja fix. Also insofern, ja, hat man halt. Das war es jetzt eigentlich zu der Fahrzeugausstattung und ja, also das sind, glaube ich, ist ein Ausstattungspaket insgesamt von 12.000 Euro oder sowas, was da oben drauf gekommen ist. Allerdings wurde mir auch gesagt, du musst dich mit dem Konfigurator von Audi ein kleines bisschen intensiver beschäftigen. Das heißt, man kann auch noch Geld sparen, indem man halt ja, Pakete intelligent zusammenstellt. Und mir wurde halt auch schon gesagt, man hätte das Auto, also jetzt vom Basispreis her, wie es dann da gestanden hat, für roundabout 95.000 Euro Bruttolistenpreis,
geschickt konfigurieren können mit Paketen und dann hätte man mehr Ausstattung für dasselbe Geld bekommen. Also insofern für jeden, der sich für einen e-tron interessiert, ist es wohl absolute Pflicht, sich intensivst mit diesem Konfigurator auseinanderzusetzen, weil da können Fehler halt auch Geld kosten, beziehungsweise man verzichtet auf Features, die man ja eigentlich komplett kostenlos dazu bekommen kann, wenn man eine richtige Konfiguration will. Was man nicht machen darf, das ist, dass man auf die amerikanische Audi-Seite guckt, weil da gibt es nämlich die beiden Autos nur in Premium und Premium Plus. Das alles, was man hier dazu konfigurieren muss, gibt es da in zwei Paketen. Und wenn man mal, ich hoffe, ich habe da in diesem Konfigurator alles richtig gemacht, das Premium Plus Paket in Amerika quasi dazu sich bucht, ja, dann kostet das Auto in Amerika halt deutlich weniger Geld als bei uns. Also ich habe es mal ungefähr ausgerechnet. Es ist halt brutto 90.621 Euro, was ein Full-Packaged Audi, da kann man auch nicht mehr, ehrlich gesagt, viel wählen, dort kostet, wenn ich jetzt nochmal 3% Transport, Zoll und so weiter abziehe, was ja Audi bezahlen muss, um das Auto in die Staaten zu bekommen, ist es ein Bruttopreis von 87.900 Euro, den man da Full-Packaged bezahlen muss. Und also ich habe es mal grob durchkonfiguriert und ich bin bei der vergleichbaren Ausstattung, weil die Außenspiegel gibt es da nicht, weil die sind da, glaube ich, nicht zugelassen, lande ich irgendwas bei 105.000 Euro, wenn ich jetzt alles richtig konfiguriert habe. Ja, das ist also eine Differenz von, ja, jetzt muss ich mal rechnen, ja, 15.100 Euro. Nee, doch, 15.100 Euro bei dem gleichen Auto. Also insofern nicht nach Amerika gucken, das Auto, die Autos in Amerika sind sowieso etwas preiswerter als bei uns. Es ist ja im Endeffekt auch so, dass auch die Tesla-Fahrzeuge im Regelfall in Amerika selbst mit den Steuern, die lokal zu entrichten sind, ja, man kann jetzt geteilter Meinung drüber sein. Also ich habe es jetzt wirklich so gerechnet, dass ich es auf den Nettopreis runtergerechnet habe. Der ist ja in Amerika ohne Steuern. Also das wird da ja ohne Steuern angegeben. Und habe dann auf den Nettopreis von 76.152 Euro die 19% Mehrwertsteuer aus Deutschland draufgerechnet, damit wir den vergleichbaren Bruttopreis haben. Das nur so als kleine Information. Dann habe ich doch einige Fragen bekommen auf mein Video und da möchte ich jetzt mal ein paar Antworten drauf geben. Die sind halt nach wie vor nicht, sage ich jetzt mal, vollumfänglich. Also mein Auto hat jetzt so 1150 Kilometer drauf. Also so viel kann man noch nicht sagen. Ich versuche aber die ersten Fragen dann schon mal zu beantworten. Nachdem ich die Fragen dann versucht habe, alle zu beantworten, also jetzt relativ viel Text, den ich dann so runterspreche, habe mir auch ein bisschen was dazu aufgeschrieben. Im zweiten Teil dann, also geht es dann noch ein paar Fahrzeugdetails, wo dann auch, ich das zum Fahrzeug zeige, worum es eigentlich auch noch geht. Also insofern gibt es einen ersten Teil, das sind die Fragen bzw. meine Anmerkungen oder Versuche zu antworten bezüglich der Fragen. Und der zweite Teil ist dann halt nochmal ein paar Spezialitäten im Fahrzeug. Punkt 1 sind die Fahrassistenzfunktionen, wobei ich jetzt natürlich nur mit diesem Paket Tour berichten kann, also wie da Querverkehrswarner und so weiter und Totwinkelassistent und so weiter, Spurwechselassistent mit diesem City-Paket funktioniert, kann ich hier also nicht sagen. Ich kann nur dieses Paket Tour mit dem adaptiven Fahrassistenten bewerten. Also Pro muss man definitiv sagen. Ich habe das immer ein bisschen aufgeteilt in Pro und Contra. Pro ist: auf der Autobahn hat das Fahrzeug wirklich eine gute Spurhaltefunktion, die vergleichbar ist mit dem Tesla AP1, den ich gehabt habe. Das mag jetzt bei den neueren Modellen noch besser werden oder dann auch irgendwann autonom werden, wie es ja versprochen ist. Aber ich vergleiche einfach die beiden Autos und da muss ich sagen, auf der Autobahn ist die Spurhaltefunktion gut. Mal so ein Wert, also ich bin nach Hannover gefahren und ich bin auf der A2 dann Richtung Hannover gefahren und gut, es war abends und ich bin, glaube ich, über 100 Kilometer ohne aktiven Lenkeingriff gefahren. Also insofern ist es schon
ein durchaus nutzbares Tool, wobei die grafische Darstellung bei Tesla besser ist. Ich werde später im Video vielleicht auch noch mal so ein bisschen zeigen, wie das Ding aussieht. Dann muss man sagen, er hat eine sehr gute bis sehr gute Spurführung, auch in Baustellen. Also da ist er meiner Ansicht nach besser als ein AP1 von Tesla, der dann doch manchmal nicht so genau weiß, wo er denn eigentlich langfahren soll. Also das fand ich sehr gut in diesen Baustellen, wobei wir jetzt ein bisschen so die scharfen Kurven bei Baustellen ein- und ausfahrten, klammern wir mal aus, weil da komme ich nämlich gleich noch drauf. Dann muss man sagen, was, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es so, dass er halt eine kamerabasierte Adaption der Geschwindigkeit hat. Das heißt, er erkennt Verkehrsschilder, also Frank vom Kanal Schräg. Also das macht zum Beispiel der Audi e-tron also heute schon. Das wird natürlich der AP2 oder AP3 oder wie es dann auch immer heißen mag bei Tesla wahrscheinlich dann irgendwann sogar besser können. Aber derzeit ist es so, also kamerabasiert erkennt alle Geschwindigkeiten und er hat auch sowas wie eine vorausschauende Betrachtung. Das heißt also, wenn ich aus einem Bereich komme, dass ich sage, ich habe hier eine Tempolimit Ende aus einer Baustelle von Tempo 80, dann erkennt er, okay, hier ist 80 Ende, dann kommt Fahrt frei. Wenn aber jetzt in 400 Metern das Ganze wieder auf 120 runtergeregelt wird, beschleunigt er jetzt also nicht auf die eingestellte Geschwindigkeit, sondern er sagt, okay, ich muss in 400 Metern sowieso wieder runter auf 120 und dann beschleunigt er auch nur bis auf diese 120. Da muss man sich dran gewöhnen, wenn man damit fährt. Er hat eindeutig ein kartenbasiertes Fahrverhalten. Das bedeutet, mit diesem prädikative Hinweise nennen sie das. Das heißt also, da wird einem gezeigt, okay, jetzt kommt dann gleich eine Kurve, jetzt kommt eine T-Kreuzung oder es kommt eine Kreuzung. Das heißt, vor diesen Situationen, die er kennt, wahrscheinlich ist das ein kartenbasiertes Erkennen, weil er ganz einfach weiß, wo er lang fährt. Dann sagt er halt, okay, da kommt jetzt eine schärfere Kurve und vor der schärferen Kurve nimmt er dann noch die Geschwindigkeit runter. Vor einer Autobahnausfahrt reduziert er die Geschwindigkeit, weil er weiß, da will ich jetzt runter. Das funktioniert aber grundsätzlich nur vernünftig, wenn tatsächlich auch die Navigation an ist. Das heißt, wenn er nicht weiß, wohin fahren soll, weil die Navigation nicht an ist, dann scheint meiner Ansicht nach das nicht so vernünftig zu funktionieren. Das, was mich sehr beeindruckt hat, ist die Adaption an szenarienabhängige Situationen über die Verkehrszeichenerkennung. Das heißt also, es war auf jeden Fall so, es hat halt geregnet und dann stand da halt 80 bei Nässe, ja, und dann hat er das Nässezeichen und 80 eingetragen und gesagt, okay, hier ist 80. Ein bisschen später bin ich halt an so einer 80 vorbeigefahren bei Nässe, wo es aber trocken war. Also beim ersten Mal hat es geregnet, dann hat er auf 80 runtergebremst, beim zweiten Mal war es trocken, dann hat er halt auch nicht die 80 sozusagen eingehalten. Das bedeutet, irgendwie scheint dann eine Kupplung zu sein mit dem Regensensor oder ob der Scheibenwischer läuft, auf jeden Fall erkennt er diese Situation. Ähnlich ist es auch, wobei da weiß ich nicht ganz, ob er das immer erkennt. Ich hatte das eine Mal auch das Gefühl, dass es nicht so sauber funktionierte, ist halt die uhrzeitbasierte Geschwindigkeitsreduzierung, also 120 zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens, dann regelt er auf 120 runter. Aber das eine Mal bin ich der Meinung, hat es nicht funktioniert. Aber da ist man jetzt auch nicht so konzentriert. Man wundert sich halt nur, warum geht er auf 120 runter und dann sieht man irgendwie das nächste Schild, ja, da steht 120 zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Was auch sehr gut ist, das Rechtsüberholverbot wird bis 80 km/h wirklich komplett eingehalten. Dann sieht man auch in dem Fahrerdisplay tatsächlich das Fahrzeug links oder rechts eingeblendet, beziehungsweise also links eingeblendet, wo er dann sagt, okay, da fahre ich nicht dran vorbei, das ist ein Überholverbot. Dann, was mir auch gut gefällt, ist, hätte ich gar nicht so gedacht, dass diese Spurführung, dass man die quasi immer anlassen kann. Das heißt also, die steigt jetzt nicht aus wie ein Tesla Autopilot, sondern die ist halt immer an und unterstützt einen somit auch. Da man sie aber ohne jegliche, sag ich jetzt mal, Übersteuerungsfunktion, wo es einen Schlenker gibt oder sowas, übersteuern kann, man übernimmt einfach und dann sagt er, ja, dann fahr da lang. Das Einzige, was er nicht mag, ist, wenn man dann einen Spurwechsel machen möchte, ohne zu blinken, dann rubbelt er ein bisschen, wenn man über die Linie fährt. Ja, Staufahrt steht auf der Pro-Liste, ist halt problemlos möglich, fährt auch wieder an, kommt aber gleich auch noch ein Kontrapunkt zu.
Contra ist, also er hat eine schnelle Verlust der Fahrspur bei engeren Kurven. Das muss man ganz einfach sagen, der ist auch deutlich schlechter als der AP1. Das heißt also, ab einem gewissen Kurvenradius scheint mir das System zu sagen, nee, da fahr mal lieber selber. Das heißt also, auf Landstraßen mit engeren Kurven funktioniert dieser Spurhalteassistent meiner Ansicht nach nicht. Und die zweite Sache, was mich auch so ein bisschen stört, ist, der steigt halt einfach aus, dann ist er halt aus. Das heißt also, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass man wirklich aktiver die Hände am Lenkrad hat, als man die bei einem Tesla am Lenkrad hatte. Auf der Autobahn funktioniert das alles wunderbar, aber wenn dann irgendwie engere Kurven kommen, ja, dann werden die grünen Linien einfach weiß und er steigt halt aus und man muss selber lenken. Da kommt auch keine Warnung oder ich kann jetzt nicht mehr. Also der steigt einfach aus, finde ich jetzt ein bisschen suboptimal. Bei Schlechtwetter, also das heißt, es hat ziemlich geregnet, als ich hoch nach Hannover gefahren bin, ist mir halt aufgefallen, hin und wieder gibt es auch mal eine Phantombremsung. Die kenne ich von meinem Tesla auch. Und gleichzeitig hat er mir dann ins Display geknallt, Kollisionswarnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat, dass er nicht irgendwas nicht richtig gesehen hat. Gut, also das passiert dort auch. Das heißt, also man kann dieses 100% entspannte Fahrverhalten halt nicht zeigen, dass man sagt, okay, ich bin da vollkommen unkonzentriert oder verlasse mich da drauf. Ja, und Contra hatte ich ja in meinem letzten Video schon gesagt, er kann halt keine Rettungsgasse bilden. Das konnte der Tesla auch nicht. Es wurde zwar in einem Kommentar gesagt, na klar kann das der Tesla. Nein, der Tesla konnte das nicht, sondern der Tesla ist einfach dem Auto hinterhergefahren, was vor ihm war. Das ist aber auch nur im AP1 so. Im AP2 macht er das, glaube ich, auch nicht mehr. Oder anders. Also kann ja auch alles wieder dazukommen. Aber er hat nicht automatisch eine Rettungsgasse gebildet. Ist das Auto in der Mitte gewesen vor einem, dann stand man selber auch in der Mitte. Ist das Auto rechts gefahren, ist man halt rechts gefahren. Das hat man im blauen Auto erkannt, hinter dem man dann immer hergefahren ist. Hatte allerdings auch das Problem, hat der wild dann die Spur gewechselt, ist man dem im Zweifelsfall auch hinterhergefahren. Also, ja, finde ich auf jeden Fall an der Stelle nicht gut. Ja, das war's zu dem Thema adaptiver Fahrassistent. Vielleicht noch zu den Assistenzsystemen allgemein. Also die Rückfahrkamera funktioniert gut. Hätte lieber eine Rundumsicht, habe ich ja schon mehrfach gesagt, weil das Auto doch ein bisschen unübersichtlich ist. Ja, der Fernlichtassistent funktioniert meiner Ansicht nach sehr gut. Ob man unbedingt das Matrix-LED-Licht braucht, weiß ich nicht. Bin mit meinem LED-Licht auf jeden Fall sehr zufrieden. Gut, das war's zu dem Thema Fahrassistenten. Das nächste Thema ist das Thema Rekuperation, wo ja viele Sachen halt berichtet werden, der hat keine Rekuperation oder der segelt nur und so weiter und so fort. Man muss sich an die Rekuperation gewöhnen, also mit der automatischen Rekuperation bei Navigation, die ist gut, weil er halt die kartenbasierten Daten hat. Da die funktioniert auch einwandfrei. Ist also jetzt auf längeren Strecken, auch Landstraßen und so weiter, wirklich nur zu empfehlen, mit Navigation zu fahren. Das heißt also, er rekuperiert dann wirklich die Kurven schön ein. Er fährt teilweise genauso, wie ich selber auch fahren würde. Weiterhin Pro, ja, beim Stadtverkehr, bei mir steht das Ganze jetzt auf manueller Rekuperation. Das kann man also im Menü einschalten. Dann stellt man das auf Stufe 2, dann hat man so ein leichtes One-Pedal-Driving. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen schwächer als beim Tesla, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das einfach die Rekuperation vielleicht gleich ist, das Auto nur wesentlich schwerer ist und deshalb mehr schiebt. Aber da kann man eigentlich im Stadtverkehr schon sehr viel dieses One-Pedal-Gefühls erleben. Wenn man die automatische Rekuperation einstellt, wo er dann mehr segelt und so weiter, muss man halt mehr mit dem Bremspedal arbeiten. Das finde ich jetzt aber, ja, also in dem aktuellen Form, wie ich das so sehe, halt noch nicht so schön. Wenn man aber mal bremsen muss, muss man ganz ehrlich sagen, das sieht man auch am Display dann, wie stark er rekuperiert, ist es so, dass die Bremspedalrekuperation, also die übers Pedal passiert, wirklich sehr stark ist. Ja, Contra ist natürlich genau das, was viele Leute sagen, dass eben der Druckpunkt zwischen mechanischer und Rekuperationsbremse ja,
Der ist halt manchmal schwierig zu finden und dazu kommt auch noch, da der Wagen ja keinen Creep, keinen Anfahrmodus hat, also keinen Kriechmodus, kein Schleppmoment, fahre ich halt jetzt ja mit diesem Auto-Hold. Das heißt also, dass er die Bremse mal drin lässt, wenn man die Bremse getreten hat. Und das ist ehrlich gesagt, wenn man zum Beispiel in der Tiefgarage herunterfährt und dann wirklich steil bergab steht und dann quasi irgendwie eine Karte ziehen muss und so weiter und so fort. Man hat halt komplett gebremst. Das ist dann ehrlich gesagt nicht so schön, wenn man dann vielleicht 25 cm zu weit gefahren, noch zu weit hinten steht, um sich die Karte zu ziehen. Und da muss man halt tatsächlich ein bisschen Gas geben, um vorwärts zu fahren. Und das kann, wenn es bergab geht, doch meiner Ansicht nach deutlich schnell sein. Da ist es einfach schöner, auf der Bremse zu stehen und einfach die Bremse nur zu lösen. Also die Auto-Hold-Funktion braucht man halt, weil man bergauf wirklich runterrollt. Also dann rollt man rückwärts, wenn man vom Bremspedal geht. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob das irgendwie so jetzt besonders feinfühlig ist von mir. Ich finde, dass die Rekuperation, also das heißt, wenn man jetzt diese Level 2, also diese zweimal am Pedal gezogen Rekuperation hat, wirkt ein bisschen ruckeliger, als es beim Tesla war. Beim Tesla war das alles weicher und hier hat man manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen, ja, ruckeln ist vielleicht falsch, es wobbelt halt so ein bisschen. Ja. Und der letzte Punkt, der vielleicht ein bisschen dumm ist, dieses Einstellen der manuellen Rekuperation muss man halt immer machen, nachdem man das Fahrzeug ein- oder ausgeschaltet hat, beziehungsweise den adaptiven Fahrassistenten ein- oder ausgeschaltet hat. Was wünsche ich mir? Ist jetzt nicht negativ, sondern das, was ich noch gerne hätte, wäre, dass man vielleicht noch eine Rekuperationsstufe 3 und 4 manuell einstellen kann, weil da hätten wir dann, finde ich, schon den Vorteil, dass wir ein komplettes One-Pedal-Driving hätten. Insgesamt, Rekuperation muss man sich dran gewöhnen, vollkommen anders gelöst als bei Tesla. Das ist nicht schlecht gelöst, es ist nur wirklich anders gelöst und man muss sich an die automatische Rekuperation gewöhnen. Die Rekuperationsleistung, wie hoch sie ist, kann man im Fahrzeug nicht ablesen, ist ein bisschen schade. Würde mich ja auch mal interessieren, wie da so der Anteil ist der rekuperierten Leistung. Wäre schön, wenn Audi da noch eine Lösung bringen würde, dass man das. Kommen wir zum Thema Sitze. Ich habe ja eigentlich nur normale Sitze, eben nur lederbezogen. Also jetzt nicht diese super Kontursitze und so weiter und so fort. Was ich persönlich gut finde, ist, sie haben so eine ideale Ausgewogenheit zwischen hart und weich. Sie sind halt wirklich in sich sehr bequem, sehr gut gemacht. Der Seitenhalt ist meiner Ansicht nach auch vollkommen ausreichend. Also man hat auch nicht dieses eingezwängte Gefühl, was man manchmal so an der breiteren Hüfte hat oder wenn man dickeren Ranzen trägt, dass man sagt, okay, ich fühle mich irgendwie eingezwängt, hat man nicht. Und die Verstellmöglichkeiten sind meiner Ansicht nach ausreichend. Sitzheizungsfunktion, ja, die ist ausgewogen, also die war beim Tesla schneller da und war auch auf Stufe 3 wärmer, liegt aber vielleicht auch daran, weil sich es eben um Ledersitz handelt. Vorher hatte ich ja nur Stoffsitze. Was hinten sehr gut ist, ist die Oberschenkelauflage hinten ist sehr gut und insgesamt auf allen Plätzen hat man, zumindest wenn man jetzt kein absoluter Riese ist, vollkommen ausreichende Beinfreiheit und man hat auch eben ausreichende Kopffreiheit. Aber man sitzt halt hinten auf der Rückbank nicht so tief wie in anderen Autos. Was gibt es für ein Kontra? Ja, also erstmal der mittlere Sitz hinten in der Mitte ist unbequem. Das ist ein bisschen so ein bisschen wie ein Notsitz. Hätte man vielleicht irgendwie als Dreiersitzbank richtig ausformen können. Ist ein bisschen erhöht. Man hat auch hinten da noch so eine Armlehne, die man ausklappen kann. Ist jetzt ein bisschen unbequemer. Dazu kommt auch noch, dass die Mittelkonsole quasi hinten so ein bisschen gebogen ist und ein bisschen in den Fußraum ragt. Also ich würde auf jeden Fall immer links oder rechts mich hinsetzen im e-tron hinten. Da sitzt man aber wirklich sehr gut. Kontra noch ein bisschen vom Fahrersitz. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde, das war es vom Tesla halt gewöhnt, dass die
dass die Rückenlehne vom Fahrer- und Beifahrersitz einfach von der Kontur her quasi näher am Schulterbereich lag. Das heißt also, man hatte einen Kontakt zwischen quasi hier oben am oberen Schulterbereich und noch dem Sitz, weil er so ein bisschen nach oben sozusagen ja, so gekrümmt war und man hatte halt besseren Kontakt. Fällt hier auch dadurch auf, dass diese Krümmung ist nicht da. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, man möchte jetzt mal den Kopf an die Kopfstütze anlehnen, dann ist es halt so, dass man den Kopf stark nach hinten strecken muss, um an die Kopfstütze zu kommen. Das liegt daran, dass man auch eine verstellbare Kopfstütze, also die sozusagen in dieser Neigung verstellbar ist, haben kann, aber die ist aufpreispflichtig und die habe ich halt nicht. Da bin ich aber am Überlegen, ob ich mir tatsächlich zumindest eine davon nachrüste, die man dann halt manuell näher an den Kopf stellen kann, sodass man sich auch mal ein bisschen anlehnen kann. Das habe ich in meinem Tesla auch gemacht. Ja, insgesamt Sitze aber sehr bequem, alles sehr gut gemacht und auch alles ja, sehr gut verarbeitet. Ladetechnik. Auch mehrfach mal so nachgefragt worden, vor allen Dingen bezüglich der Schnellladungssituation. Also ich will erstmal zwei Sachen sagen. Wir haben einmal den AC-Lader, das ist ein 11 kW Lader, Typ 2, sowie also Dreiphasenlader. Pro ist das auf jeden Fall schon mal dieser Ladeziegel, der geliefert wird, mit Drehstromadapter und Schuko-Adapter geliefert wird. Also da ist man zumindest für die normale Strecke eigentlich in, sage ich jetzt mal, zumindest in Deutschland oder in vielen Teilen von Europa gewappnet. Gleichzeitig hat der Ladeziegel eine Leistungsregelung, falls man also an Schuko lädt, dass man da irgendwie die Leistung runter regelt. Okay, der Snap-on-Adapter für zu Hause, den habe ich jetzt nicht installiert, aber den klatscht man halt an die Wand und dann kann man den Ladeziegel da auch vernünftig verstauen, kann das sozusagen auch als Home-Ladestation benutzen. Ja, gibt aber auch beim AC-Laden absolutes Kontra und das absolute Kontra ist definitiv, also es sind Typ-2-Kabel dabei. Also bei mir waren sogar zwei Typ-2-Kabel dabei, weiß gar nicht genau warum, vielleicht weil ich diesen Snap-on-Adapter hatte. Aber das ist viel zu kurz. Das ist vielleicht 3 Meter, maximal 3,50 Meter lang. Und das Problem an der Sache ist, dass man damit im öffentlichen Raum bei in Fahrtrichtung geparktem Fahrzeug, also wenn man jetzt so steht, wie man in Deutschland nun mal steht, man fährt rechts an den Rand, dann hat man ja auf der linken Seite den Ladeport, muss dann einmal um das ganze Fahrzeug rum zur Ladesäule und das sind 3 Meter einfach zu kurz. Man kommt nicht bis zur Ladesäule. Also außer man zieht es quer über die Motorhaube, aber da weiß ich ehrlich gesagt, dann kann es gerade klappen, aber also nee. Also das muss mindestens ein 5, aber ich denke eigentlich ein 7,5 Meter Kabel sein, was damit geliefert wird. Habe ich auch an Audi entsprechend schon kommuniziert, weil ich finde, das geht einfach nicht. Also man hat ein Auto und kann es nicht laden. Ich meine, man kann natürlich gegen die Fahrtrichtung quasi parken, dann ist man näher dran. Gut. Ja, was mir auch nicht gefällt, ist, man kann also die Ladung ausschließlich über diesen Knopf direkt an der Klappe beenden. Das heißt also, man muss sich da auch wirklich dran halten. Man muss das Fahrzeug entriegeln und dann muss man auf den Knopf drücken. Und wenn es dann dauerhaft grün leuchtet, kann man den Stecker rausziehen. Also man muss es wirklich entriegeln, das Fahrzeug. Ich habe es auch schon gehabt, dass es sich auch, ne, also das Fahrzeug war offen, ich habe es nochmal entriegelt, habe versucht abzustecken, geht nicht. Also wirklich, man macht die Tür zu, wenn es nicht funktioniert, schließt ab. Entriegelt wieder, drückt auf den Knopf, wartet ein Sekündchen, dann hört man auch leicht das Geräusch, natürlich nur, wenn es ruhig ist. Und dann hat man es wieder grün und dann kann man den Stecker ziehen. So, dann bei DC-Lader Pro. Es ist eine absolut horrende Ladeleistung. Also jetzt auf der Strecke, ich war auch nicht voll, bin ich voll zu Hause losgefahren. Auf der Strecke hier nach Hannover bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich genau gleich mit der gleichen, sag ich jetzt mal, Reichweite mit dem Tesla losgefahren wäre, dann kam man Supercharger gefahren. So bin ich im Lippetal, heißt das glaube ich, einen Ionity Charger gefahren, wobei da jetzt auch noch Allego HPCs gebaut werden. Die sind nur noch nicht in Betrieb. Also auf der Strecke wäre ich definitiv das erste Mal mit meinem Tesla Model S 85, wenn ich mit der gleichen Reichweite quasi losgefahren wäre, wäre ich definitiv langsamer gewesen, weil
Also diese Ladeleistung vor allen Dingen bis 90%, 80% sowieso, bis 90% dann nochmal mit 100 kW, vorher 150 kW, das ist schon wirklich sehr, sehr schnell. Was habe ich bisher getestet? Ich habe Ionity getestet, ich habe an einem Allego HPC geladen, das war alles problemlos. Und mein erster Versuch bei Fastnet ist auch bisher noch der letzte, wo es dann beim ersten Mal nicht funktioniert hat, aber da werde ich dann nochmal drüber berichten. Dann wurde ich oft gefragt, ja, was kostet mich das Ganze denn alles? Das ist ja alles so teuer. Ja, also aktuell habe ich bei Fastnet und Allego habe ich noch den Vorteil, ich habe noch so eine Entega-Ladekarte mit Ladekarte mit Flatrate, die wird aber jetzt reihenweise gekündigt, weil das Modell ist zu Ende. Ich habe halt noch keine Kündigung gekriegt, damit lade ich also für 30 Euro pauschal, die ich im Monat an Entega überweise, flat. Das heißt also bei Allega und Fastnet kostet mich das dann gar nichts, das Laden. Ja, und bei Ionity kostet es halt mit der Audi Charging Card 7,90 € pauschal pro Ladevorgang. Kontra beim DC-Laden gibt es ehrlich gesagt, wider Erwarten, derzeit nichts. Das hat bisher alles hervorragend funktioniert. Dann gibt es noch das Thema Fahrdynamik. Wird auch ja, diskutiert. Also man muss jetzt mal sagen, Pro ist von gemütlich bis dynamisch geht halt alles. Bei Dynamik hat man eine dynamischere Farbpedal-Kennlinie. Das heißt, es ist alles recht fix. Der Boost-Modus steht zur Verfügung und und wenn man dann Efficiency oder Komfort fährt, ist das Ganze halt ein bisschen gemächlicher, muss man ganz einfach sagen. Hat schon ein bisschen ein Verbrennerverhalten, so im Anfahrtbereich. Gut. Es wird aber oft gesagt, naja, der schiebt nicht so richtig an. Also da muss ich jetzt mal zu sagen, ich glaube, also ich erwische mich selber dabei. Ich glaube, es liegt ein kleines bisschen daran, dass das Auto so leise ist. Man ist halt so stark abgekoppelt zwischen Geschwindigkeitszunahme und Lautstärke, dass man eigentlich den Geschwindigkeitszuwachs so gar nicht merkt. Das heißt, also mir fällt es halt auf, dass wenn ich dann sage, okay, ich fahre hier auf der Autobahn und bei mir ist es halt bei Efficiency so, dass der beschleunigt dann auf 130 und der beschleunigt halt konstant bis 130 und aber man denkt gar nicht, dass man schon 130 fährt. Ganz einfach deshalb, weil es wesentlich leiser ist. Also bei dem Tesla war das sozusagen eine Geschwindigkeit von 100 auf 130. Das hat man in der Umgebung, also vom Umgebungsgeräusch hat man das gehört. Und das hört man halt beim Audi nicht so. Ja, also das ist, man ist schnell, zu schnell unterwegs, weil man halt diese Geschwindigkeitszunahme optisch optisch sage ich schon, akustisch gar nicht mitkriegt. Und da keinerlei akustische Kopplung ist zu der Geschwindigkeitszunahme, also jetzt außer beim Straßenbahnsurren im unteren Bereich, glaube ich, täuscht das ein bisschen, wenn man sagt, na, der geht nicht so richtig ab wie ein Tesla. Also ich glaube, da täuscht man sich vielleicht so ein kleines bisschen. Das subjektive Gefühl ist, man beschleunigt nicht so schnell, vor allen Dingen im unteren Bereich, da gebe ich auch recht, aber nach oben hinaus ist die Beschleunigung sehr gut, nur man denkt, sie ist langsamer. Das Auto insgesamt hat von der Fahrdynamik her in allen Bereichen sehr ausgewogene Eigenschaften. Das heißt, es ist ein sehr gut gemachtes Auto. Es hat auch eine gewisse Fahraktivität. Dann habe ich gesagt, naja, das hört aber Audi nicht gerne, dass es nicht fahraktiv ist. Ich denke einfach, das Auto ist, es ist ausgewogen und es kann dynamisch gefahren werden. Es wird aber niemals ein brettharter Sportwagen. Contra zum Thema Fahrdynamik schließt sich natürlich an. Sportlich ist halt anders. So ein richtig sportliches Auto, was du ums Eck schmeißen kannst. Ja, man kann schnell um die Kurven fahren, aber halt. Diese Vergleiche mit einem Model 3, dass der fahraktiver ist und so weiter, passen natürlich nicht so ganz genau. Man müsste eigentlich mit dem Model X, wobei das Model X größer ist, kann man auch immer nicht so direkt richtig vergleichen. Aber da müsste man da die Fahraktivität vergleichen. Und ich glaube nicht, dass die sich da groß unterscheidet, weil das Fahrzeuggewicht ist einfach physikalisch da. Das Ding ist richtig schwer. Das ist in allen Bereichen schwer und das ist auch in Kurven schwer und
Deshalb ist da einfach der Fahrdynamik, da ist halt eine Grenze gesetzt, da kann man gar nichts anderes zu sagen. Insgesamt bin ich mit der Fahrdynamik für meinen Anwendungsfall zufrieden. Ich kann mir aber vorstellen, dass so dynamisch sportliche Fahrer ja vielleicht sagen, okay, also 400 Kilo weniger oder 300 Kilo für das Auto wären vielleicht ganz gut gewesen. Ich bin mit den Fahreigenschaften zufrieden. Es ist halt ein sehr angenehmes Fahren auf einer langen Strecke. Ja, dann zu dem Thema elektrischer Antrieb. Wohlgemerkt, also aus meiner Sicht der Dinge ist bei diesem elektrischen Antrieb die Leistung vollkommen ausreichend vorhanden. Also man muss sich jetzt keine Gedanken machen, dass man eine lahme Kröte fährt. Hier ist wirklich vollkommen ausreichend. Der Antritt ist geschmeidig, also das heißt, es ist alles ja nicht auf Sportwagen ausgelegt, wobei jetzt im Dynamikmodus, also in diesem Sportmodus, geht es alles schon schneller, aber ja, man hat irgendwie so das Gefühl, das passt nicht so ganz zu dem Auto. Man möchte zwar schnell vorwärts kommen oder man möchte auch jetzt kein Bremsklotz sein oder sowas, aber man fährt einfach ja relativ entspannt und Leistung ist immer vorhanden. Also auf der Landstraße, wenn da so ein LKW ist und dann klickt man das einmal auf Sport und dann geht es genauso drastisch ab, wie es mit meinem S85 auch abgegangen ist. Wenn man das haben möchte, dann kann man das haben. Man muss es halt nur nicht dauernd abrufen. Deshalb sage ich immer, ja, für gewisse Situationen braucht man halt diese doch starke Beschleunigung, das unglaubliche Drehmoment, was dann zupackt. Da ist es halt hilfreich, aber halt nicht in jeder Situation. Insgesamt ist es auch sehr schön zu sehen, dass er eine sehr durchgängige Beschleunigung hat. Also da merkt man jetzt auch nicht, dass er da irgendwo nach oben hin weit abfällt, wobei ich jetzt auch noch nicht schneller als 170 gefahren bin. Contra, das werden jetzt alle sagen, die Tesla fahren. Das Fahrzeug hat keinen Tesla-Punch. Das heißt also, dieses ultimative volle Drehmoment, was bei einem Kickdown auf die Fahrzeuginsassen wirkt, hat der Audi nicht. Es wird eindeutig Leistung weggenommen am Anfang, wenn man einen Kickdown macht, um dann möglichst gleichmäßig die Leistung aufzubauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eventuell daran liegt, dass sie den Antrieb schonen wollen oder dass sie sagen, sie wollen gar nicht dieses unglaubliche Kickgefühl in diesem unteren Bereich erzeugen. Interessant ist, Fahrzeugpassagiere, die bei mir im Auto sitzen, die finden das wesentlich angenehmer als beim Tesla war. Aber das ist jetzt, denke ich mir mal, irgendwie individuell betrachtet. Mir ist nur wichtig, der Tesla-Punch auch bei einem S85 war deutlich stärker zu spüren. Gut, aber das hat Björn Nyland ja auch schon gesagt. Ja, dann habe ich noch den Punkt Bedienung und Bedienkonzept. Das, was ich gut finde, ist dieses haptische Feedback. Gibt ja viele, die sagen, was soll denn das sein? Das ist ja, da muss man wieder draufdrücken. Ja, ich finde das ganz gut, weil man eine Rückmeldung kriegt. Man kann es aber rausschalten, sodass es dann ein reines Touch-Display wird. Ja, die Menüs sind teilweise gut strukturiert. Ja, das ist ein Pro-Punkt. Kommen aber gleich genauso auch nochmal Kontra dazu. Eben teilweise sind sie halt wirklich gut strukturiert und man versteht sie auch. Ich persönlich finde dieses Display für die Klimasteuerung sehr übersichtlich und sehr gut gemacht. Dann finde ich gut, dass man aus dem oberen Display Shortcuts auf das untere Display holen kann. Das heißt, gewisse Sachen, die man immer haben möchte, kann man sich unten konfigurieren. Dann verkleinert er auch den Anzeigebereich der Klimasteuerung. Gut gelöst finde ich eigentlich auch die Informationen im Zentraldisplay. Das heißt also das, was vor dem Fahrer ist, weil da sieht man halt aktuelle Reichweite, Durchschnittsverbrauch der aktuellen Fahrt, Batteriestand, Rekuperation, Leistungsaufnahme. Man hat Informationen zum Fahrassistenten, zur Abstandswarnung, zur Rechtsüberholverhinderung, zur Spurerkennung, wenn das Fahrzeug übernommen werden soll. Also das finde ich wirklich eigentlich gut gelöst, wie das da ja, gezeigt wird. Contra ist jetzt, okay, teilweise sind die Menüs verwirrend, da verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Teilweise sind sie gut, teilweise schlecht, aber da muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Ich halt nach wie vor, auch jetzt nach 1150 Kilometern, halte ich das Konzept der Tesla-Menüführung nach wie vor für besser, weil es eben
so ein bisschen so ein klassisches iPad-Einstellungsding ist und das machst du alles an einer Stelle und siehst dann halt, was da aufgeht. Ja, das Cockpit, dieses Virtual Cockpit ist jetzt nicht ganz so konfigurierbar, wie ich mir das so gewünscht hätte, dass man sich da noch so Zusatzinformationen reinbeamt. Da wurde mir jetzt aber schon gesagt, okay, da musst du ein Virtual Cockpit Plus bestellen. Da kann man wohl noch mehr konfigurieren. Da gibt es dann auch so unterschiedliche Ansichten für e-tron und nicht e-tron. Das hat das normale Virtual Cockpit nicht. Es ist aber von der Anzeige her vollkommen ausreichend. Also mit dem Bedienkonzept stehe ich halt teilweise noch auf Kriegsfuß und teilweise bin ich ganz zufrieden, aber es wird von Tag zu Tag besser. Ja, ich denke, das ist, also beim Tesla hatte ich mich schneller dran gewöhnt, aber ich denke mir, nach einer gewissen Zeit hat man sich daran gewöhnt und kann damit umgehen. Und was natürlich sein muss, ein kleiner Zwischenstand zum Verbrauch, nach wie vor bitte zu beachten. Das ist alles noch nicht repräsentativ, das kann sich alles noch von oben nach unten verändern. Derzeit bin ich ganz froh, dass die Temperaturen wieder ein bisschen sinken und auch mal höher sind, damit man mal so ein bisschen Range hat. Natürlich nicht mit dem Winter oder minus 10 Grad zu vergleichen, aber es hat auch inzwischen geregnet, es hat auch stark geregnet. Also insofern haben wir schon mal viel dabei gehabt. Der Langzeitverbrauch liegt aktuell im Durchschnitt bei 28,1 Kilowattstunden. Allerdings muss man dazu sagen, dass dieser Langzeitspeicher von mir nach der Fahrzeugübernahme nicht auf Null gesetzt wurde. Und da hat mich ein Kommentar halt drauf aufmerksam gemacht, wie hoch denn da dieser Langzeitspeicher ist. Ja, in den Verbrauchswerten in der App sieht man das. Da hat man halt so das Problem, dass man eigentlich nur 2 Kilometer gefahren ist, aber irgendwie das Fahrzeug irgendwie 7, 8, 9 oder 10 Stunden nonstop an war. Also steigt sozusagen der Verbrauch ins Unermessliche und der brennt sich dann in diesen Langzeitspeicher ein. Ich habe mir immerhin schon mal von über 30 oder über 40 sogar auf inzwischen 28,1 gebracht. Also muss ja tatsächlich mein Verbrauch unterhalb dieser 28,1 liegen insgesamt über alles. Diese Verbrauchsdifferenzen zwischen 110 und 130, zumindest bei trockener Fahrbahn, hätte ich mir höher vorgestellt. Also der Bewertungspunkt ist nicht pro, sondern der ist neutral, weil beim Verbrauch gibt es keinen echten Pro-Punkt, sondern da gibt es nur neutrale Punkte. Also da ist, denke ich, zwischen 110 und 130 irgendwie bei trockener Fahrbahn sind das so 2 bis 3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das bedeutet dann so ungefähr bei 110, denke ich mir, landet man so im normalen Mischbetrieb, so sagen wir mal, Temperaturen so um die 10 Grad, liegt man so um 26 Kilowattstunden, bei 130 so um 29 Kilowattstunden und dann bin ich auch schon bei klatschnasser Fahrbahn gefahren, da stand viel Wasser auf der Straße. Da muss man so ungefähr bei 130 mit 31 Kilowattstunden rechnen, eventuell auch 32 und bei 110 muss man halt mit 28, eventuell 29 Kilowattstunden rechnen. Also das ist jetzt wirklich nur neutral einzustufen, weil das sind ja jetzt keine günstigen Verbrauchswerte. 120 Stundenkilometer Autobahntempo bei trockener Fahrbahn pendelt so um die 27 Kilowattstunden. Landstraße bin ich noch nicht so viel gefahren, aber jetzt auch keine fabulösen Verbrauchswerte, auch so irgendwo zwischen 23 und 25 Kilowattstunden, wenn man Piano fährt. Also das ist neutral, weil persönlich habe ich gedacht, nach den ersten Testberichten wäre es noch schlimmer. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist wirklich ein guter, ein super guter Verbrauch. Ja, kommen wir, es gibt aber auch so Kontrapunkte. Also wir haben nur neutrale und Kontrapunkte. Beim Verbrauch ist es definitiv so, dass er, also aktuell zumindest auf der Ultra-Kurzstrecke, wirklich sehr viel Energie verbraucht. Das heißt also, wenn man so 2 bis 4 Kilometer fährt, sind das Verbräuche deutlich über 40 Kilowattstunden. Im Stadtverkehr liegt er so ungefähr bei, also ich habe jetzt im Stadtverkehr, bin auch noch nicht so viel Stadtverkehr gefahren, bei 30 Kilowattstunden gehabt, was aber eine Kombination wieder war, dass ich auch nur 7, 8 Kilometer gefahren bin. Also da ja, da muss man schon sagen, also selbst bei sanftester Betätigung dieses Fahrpedals hat man eigentlich immer irgendwie in dieser aktuellen Verbrauchsanzeige Verbräuche von über 30, 35 Kilowattstunden. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau,
woran das liegt, ob diese Annahme oder die Umsetzung vielleicht noch ein bisschen suboptimal ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Fahrpedal irgendwie Energie versickern lässt, ohne richtig Leistung aufzubauen. Erinnert so ein bisschen an so eine Automatik mit Drehmomentwandler, wo so viel Sprit im Drehmomentwandler hängen geblieben ist, ohne wirklich Leistung zu erzeugen. Ist aber jetzt erstmal nur so meine erste Vermutung, muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Dieser Ultra-Hochverbrauch in der Kurzstrecke, also das ist mir heute nochmal aufgefallen. Ich glaube, der liegt daran, dass Audi eine sehr, sehr starke Akkuklimatisierung macht, sofort beim Start. Weil ich bin also heute aus dem Hotel die gleiche Strecke gefahren, die ich gestern gefahren bin. Das sind 4 Kilometer hier bis zur Arbeit. Also heute hatte ich irgendwie 27 irgendwas an Verbrauch, Ultra-Kurzstrecke. Und gestern hatte ich halt 40 Kilowattstunden. Da stand der Wagen aber auch draußen, ist komplett ausgekühlt, es war 3 Grad. Also scheint es so zu sein, dass Audi erstmal sagt, ich bringe den Akku möglichst schnell wirklich auf eine gute Temperatur. Das ist das, was man so ein bisschen bei Tesla, ja, so ein bisschen auch durch den Range-Modus beeinflussen konnte, wie stark er denn den Akku klimatisieren soll, ob man ihn nicht selber warm fahren möchte. Da vermute ich mal, dass es irgendwie daran liegt. Das heißt, ja. Aber diese Verbrauchswerte alle absolut jetzt mit Vorsicht zu genießen. Also wohlgemerkt, Langzeitverbrauch derzeit 28,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und das bei einer gefahrenen Fahrstrecke von ungefähr 1150 Kilometern. So, nun zum Thema Reichweitenkalkulation. Also die Reichweitenkalkulation scheint eine Verknüpfung zu haben mit dem Navigationssystem. Das heißt also, dass scheinbar Höhenprofile oder Routenprofile irgendwie in die Reichweitenberechnung mit einbezogen werden. Wir sehen hier, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt im Stand sind, 292 Kilometer Reichweite haben. Und wenn ich jetzt einfach mal hier meine Heimatadresse anwähle bei der Navigation, das Ziel liegt an einer sagt er mir erstmal, dass die Reichweite nicht reicht. Ich sage jetzt einfach mal nein, ich möchte hier keine weiteren Routenkriterien haben. Und wenn wir dann hier rüberschwenken, sehen wir, dass die Reichweite also doch reichlich nach unten gegangen ist mit 236 Kilometern. Wie er das jetzt kalkuliert oder wie er auf diese 236 Kilometer kommt, hat sich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz erschlossen. Also wenn ich mir den Langzeitspeicher jetzt mal angucke, der derzeit bei 28,1 Kilowattstunden liegt pro 100 Kilometer, den scheint er dafür nicht so ganz zu nehmen, weil hier unten sehen wir auch da bei der Batterieanzeige, die da von 0 bis 100% geht. Ja, wollen wir mal schauen hier, wie viel haben wir denn hier tatsächlich an Akkustand. Wir haben 89% Akkustand, sagen wir mal 90%, das sind ungefähr über den Daumen gepeilt, sagen wir jetzt einfach mal 75 Kilowattstunden und mit 28,1 wären das 56. Ja, 56 mit 236 komme ich da, also zumindest auch mit Durchschnittsverbrauch, nicht hin. Wie genau das ist, kann ich noch gar nicht so ganz genau sagen. Also wir haben, beziehungsweise ich habe jetzt hier beim meinen Fährten grundsätzlich so diese Sache, dass ich denke, dass es sehr, sehr konservativ ist, was er da in Reichweite sagt. Was ich ein bisschen schade finde bei der Navigation ist, dass ich ja scheinbar routenspezifisch irgendwelche Reichweitenkalkulationen bekomme. Wir sehen hier an diesem grünen Pfeil, dass die Navigation aktiv ist. Wenn ich jetzt aber parallel dazu gehe und sage, okay, ich nehme hier meine Navigation über Apple CarPlay, kann man jetzt nicht so genau zeigen, weil eben steigt mir dann ja aus dem Apple CarPlay quasi aus, wenn ich die Kamera gleichzeitig laufen lasse. Auf jeden Fall habe ich jetzt über CarPlay dann einfach mal per Google Maps Navigation gestartet, dann steigt aus der Navigation aus und die Reichweitenberechnung ist nicht mehr da. Das ist ein bisschen schade, dass er das nicht parallel macht.
Weil so muss man halt immer ungefähr kalkulieren, wie viel verbrauche ich denn tatsächlich. Mal die Navigation nochmal, damit man mal sieht, wie die, die Route wird berechnet. Planung ist. Das Ziel liegt wenn ich sage, ich möchte à la Tesla meine Kalkulationen haben, so, und dann erkennt man halt hier, okay, er möchte halt einen Allego Charger nach 171 Kilometern nehmen und da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, da steht zwar tatsächlich ein Allego Charger, das ist aber nur ein Triple Charger. Ich vermute mal, dass es hier genau der Charger ist, der an derselben Stelle ist wie die Ionity-Ladesäule. Das müssten ungefähr 171 Kilometer sein. Das heißt also, er schlägt mir einen Allego-Charger vor, das ist auch noch ein Triple-Charger, da werden zwar gerade neu gebaut, HPC-Charger von Allego, aber er sagt mir dann halt, ja, ich soll den Allego-Charger nehmen. Das macht er natürlich auch bei anderen Routenkriterien. Mir ist aufgefallen, dass er konsequent HPC-Charger sowohl von Allego als auch von Fastnet als auch von Ionity, wo wirklich HPC geladen werden kann, außen vor lässt. Weiß nicht genau, woran das liegt, aber da muss meiner Ansicht nach Audi auf jeden Fall noch nacharbeiten. Weiterhin ist halt auffällig, dass diese Restprozentanzeige am Zielort, dass die scheinbar wirklich nur funktioniert, wenn er Zwischenziele einplant. Weil wenn ich kein Zwischenziel einplane, dann sagt er mir halt nicht, mit wie viel Prozent ich am Zielort tatsächlich ankomme. Ja, zusammenfassend kann man also zur Navigation und Routenführung unter der Betrachtung von auch elektrospezifischen Fahreigenschaften, also für Elektroautos, ja, kann man halt Pros benennen. Das ist auf jeden Fall das erscheinbar, das Streckenprofil und die Höhen und auch die durchschnittliche Autobahngeschwindigkeit irgendwie einrechnet. Gleichzeitig finde ich relativ positiv, dass die Reichweitenberechnung relativ konservativ gemacht wird. Was ist negativ zu beurteilen? Ja, dass es eben nicht diesen Tripplaner von Tesla gibt, dass man halt sagt, man sieht genau, wie ist eigentlich das kalkulierte, sage ich jetzt mal, Verbrauchsprofil und wie bewege ich mich in diesem Verbrauchsprofil. Das heißt, liegt man drüber, liegt man drunter, damit man ungefähr weiß, liege ich innerhalb des kalkulierten Verbrauchs oder nicht. Halt negativ, dass keine Restprozentanzeige da ist, mit wie viel Prozent man den Zielort erreicht, außer man hat Zwischenziele, dann sieht man es tatsächlich. Ja, und die automatische Planung der Schnelllader ist meiner Ansicht nach suboptimal. Da verstehe ich auch nicht so ganz, warum halt so ein Hersteller so eine Funktionalität wie Better Route Planner oder sowas nicht einfach in seinem Navigationssystem umsetzen kann. Zumal ich sowieso bei den wichtigsten Wegpunkten an Autobahnen eigentlich immer vorgeschlagen kriege, wo ist die nächste Tankstelle. Insgesamt bin ich mit der Navigation aktuell noch ein kleines bisschen unzufrieden, weil meine Connect-Dienste noch nicht richtig funktionieren. Das heißt also, ich habe eindeutig nur TMC im Auto, ist mir jetzt auf der Hinfahrt hier nach Hannover aufgefallen, dass ich also keine aktuellen Verkehrsdaten habe. Deshalb fahre ich aktuell mit CarPlay und Google Maps, habe dann aber den Nachteil, dass ich eben die Restreichweite nicht sehe. Gut, kommen wir eben noch zu den Connect-Diensten Infotainment. Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also pro kann ich keine Aussage treffen, weil ich es nicht habe. Das ist nämlich das Kontra, weil sie funktionieren halt an der Stelle noch nicht. So, dann komme ich zu dem Punkt Connectivity-Smartphone-Anbindung. Also ich habe ja diese Phonebox, diese induktive Ladestation. Ja, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Klemmst dann dein Handy einfach hier in die Schale in der Mittelkonsole und dann wird's geladen, alles gut. Allerdings, ja, setzt das Ganze auch voraus, dass man eigentlich eine Apple CarPlay Anbindung wireless hat. Gut, sagen wir mal, die Pros, die wir da haben, ist diese induktive Ladestation funktioniert. Einwandfrei, super erkannt, muss man nichts dran machen. Apple CarPlay mit USB funktioniert einwandfrei, ist also überhaupt kein Thema. Was aufgefallen ist, ist im Verhältnis zum Tesla, ist es eine sehr, sehr gute Freisprecheinrichtung. Also das heißt, man wird sehr, sehr gut auf der Empfängerseite verstanden und die Kommunikation scheint sehr gut zu sein. Da hatte ich bei dem Tesla öfter mal so die Sache, ich verstehe dich kaum, es rauscht so laut, das scheint hier wesentlich besser gelöst zu sein.
Dann, also ich gucke hier mal nach unten, ne, wie ich vielleicht schon mal gesagt habe, weil ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben habe. Das ganze Bluetooth-Streaming und diese Anbindung funktioniert einwandfrei, ist also kein Problem, keine Abbrüche, keine Konnektivitätsprobleme. Bluetooth wird immer gefunden, also insofern alles gut. Ja, Contra ist so ein bisschen, also ich habe mal so gelesen und meiner Ansicht nach müsste jetzt eigentlich dieses Auto auch Wireless CarPlay unterstützen. Es funktioniert aber nicht, jetzt weiß ich nicht, ob mit den Connect-Diensten zu tun hat oder nicht. Also derzeit habe ich nur USB und die Kombination USB und induktiver Ladeschale, ja, macht ja jetzt nicht, auch nicht wirklich Sinn, wenn du dein Handy immer mit einem USB-Stecker da anstecken musst. Da will ich aber, wenn ich meinen Servicetermin Ende Mai habe, nochmal nachfragen, was ich denn da tun muss. Genauso, die wollen sich ja um die Connect-Dienste nochmal kümmern. Ja, dann die Sache, die ich eben schon mal kurz angesprochen habe bei dem Thema Navigation. Schade ist eigentlich, dass wenn Apple CarPlay in der Navigation läuft, dass dann eben zeitgleich keine Möglichkeit da ist, dass man auch die Navigation im Auto laufen lässt, weil die wird sofort beendet. Ja, insgesamt Konnektivität bin ich aber eigentlich sehr zufrieden mit. Das ist, funktioniert sehr gut. Was mich sehr, sehr freut, ist die sehr, sehr gute Freisprecheinrichtung. Ja, meine Vermutung, warum auch diese Connect-Dienste irgendwie nur teilweise funktionieren und man sich da nicht richtig einloggen kann, ist, weil ich regelmäßig auch diese Meldung kriege, es kann keine Datenverbindung aufgebaut werden. Ich weiß nicht, ob diese Embedded-SIM-Karte, die hier vorne im Handschuhfach verbaut ist, ob die Aussetzer hat oder ob die wirklich Konnektivitätsprobleme hat. Das ist auf jeden Fall, könnte ein Auslöser sein, warum das alles noch nicht nur so richtig gut läuft. Dann gab es eine Frage zu dem Thema der Türverriegelung. Also das ist eine Kombination aus einem mechanischen Griff, aber einer elektronischen Türverriegelung. Und irgendwie gibt es da wohl teilweise irgendwie Probleme bei Modellen, dass sie nicht ganz entriegelt und dann irgendwie hängen bleiben. Wie wir ja eindeutig sehen, ich ziehe jetzt nur leicht, dann geht die Tür auf und dann hängt sie. Das heißt, man muss ihn dann schon ganz durchziehen. Also mach's normal. Ich ziehe sie nur halb. Das klappt also auch nicht immer. Also manchmal ist es ein bisschen hakelig. Also ich habe schon gehabt, dass hinten meine Tochter saß und halt irgendwie nicht rauskam, weil die in der Hälfte hängen blieb. Ansonsten Türen, wenn man sich hier mal so diese ganze Gummiverarbeitung anguckt, das ist also sehr, sehr hochwertig. Und auch der Klang von der Tür hört man vielleicht, ja, relativ satt, und das auch an allen Türen im Endeffekt. Dichtungen sind auch alle absolut dicht, sind auch alle absolut eben. Ich habe überhaupt keine Windgeräusche. Der Kofferraum hat diese Sensor mit Fuß-Touch gesteuerte Heckklappe. Das hier finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es automatisch mit der Klappe hochgeht. Also hier irgendwie, ist halt so, wie es ist. Das ist das Gepäcknetz. Hier gibt es so kleine Staufächer. Hier unten drunter ist halt Kabelsalat. Dieses Ersatzrad kann man mit der Verschraubung komplett rausmachen. Das mache ich auch, damit man da einfach noch mal Tiefe gewinnt. Ja, und verriegeln tut sie dann auch wieder sensorgesteuert. Ja, funktioniert auf jeden Fall problemlos. Ganz interessant ist, es funktioniert auch nur bei demjenigen, der den Funkschlüssel in der Tasche hat. Das ist auch eine Ausstattung, das ist der Beifahrerspiegel, der automatisch nach unten klappt. Der ist aufpreispflichtig, dass der also eine Bordsteinautomatik hat. Ja. Sitze sind in Kunstleder-Leder mit einer ganz normalen Kopfstütze. Also ich würde, wenn ich jetzt konfigurieren könnte, es gibt diese Kopfstützen natürlich aufpreispflichtig, indem man diese Kopfstützen auch sozusagen nach vorne verschieben kann. Das haben die hier nicht, sondern die sind halt fix und nur in der Höhe verstellbar. Sitze sind
aber ansonsten sehr bequem. Also das hier ist jetzt nicht deshalb, weil es abgesessen ist, sondern das ist, sagte der Händler mir, so gewollt, dass es ein bisschen gewellt ist. Okay, hat das Fahrzeug, ich muss mal gucken, wie es genau heißt, irgendwas mit Glanzoberfläche von diesem Touch-Krempel, dass das eben Hochglanz ist und nicht mattiert, das ist wohl im Standard mattiert. Fahrzeug hat also DAB, das finde ich auch ganz gut, es funktioniert auch relativ gut. Ich habe da also schon wesentlich schlechtere DAB-Radios gehabt. Das ist also hier diese induktive Ladeschale, nennt sich irgendwie Phonebox, auf jeden Fall hier ist es, da ist es weich und hier ist so ein Rollrad, das ist auch weich geschäumt, also da kann auch nicht so viel passieren. Dann hat das Fahrzeug, wie ja eben schon angesprochen, ich stecke jetzt mal hier kurz das USB-Kabel ein. Apple CarPlay, also wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann ist es halt das, was man mit Apple CarPlay machen kann. Wenn ich das jetzt mache, dann ist es im Endeffekt, weil es hier um mein iPhone läuft, ja, dann ist meine Kamera aus. Hat einmal ein Problem gegeben, keine Ahnung, woran es lag. Also ich habe es dann nochmal deconnected und nochmal connected und seit dem Zeitpunkt läuft es stabil. Das ist die 20 Zoll Felge. Bereifung ist Bridgestone. Alenza kennt den Reifen gar nicht, sind 255/50 20 Zoll Felge. Wohlgemerkt, ich hätte 19 Zoll genommen, allein aus Verbrauchsgründen. Oh, dann kommen wir noch zum Frunk. Oder wie ich immer sage, es ist mehr Frankchen. Also was ich unschön finde, ist, dass man das immer wie bei einem alten Verbrenner entriegeln muss. So sieht das Ganze von innen aus. Das hier unter dieser Ladeklappe ist dann das Frankchen. Da passen wirklich nur Ladekabel rein. Aber wie man ja schon gesehen hat, ich habe die Ladekabel hinten drin liegen. Und aus dem ganz einfachen Grund, weil ich habe keine Lust, jedes Mal diesen Zinnober zu machen mit der Entriegelung und ehrlich gesagt, ja, tja, also ich weiß nicht, warum das hier alles so offen liegt, da hätte man eine schöne Abdeckung drüber machen können und das sieht jetzt ehrlich gesagt, ja, so ein bisschen aus wie bei Bob der Baumeister, also man hätte das hier alles abdecken können, ich meine, das ist ja alles ganz weich geschäumt, ja, also das ist hier Gummi mit Gummilippe drunter. Ich finde auch hier diese Löcher, die wahrscheinlich für irgendwelche Verschraubungen genutzt werden, da hätte man auch so Nupsis drauf machen können, damit hier nicht überall Löcher gewesen wären. Ja, also da finde ich ehrlich gesagt vom Finish, ja, das ist fraglich. Wie man zum Beispiel übrigens sieht, unter diesem Frankchen, das hätte man nicht tiefer machen können, da sind noch irgendwelche Querträger verbaut. Also insofern, ich hatte mich auch gefragt, ob man sich tiefer setzen kann, aber das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Darunter ist irgendwie alles pickepacke voll. Man fragt sich dann doch manchmal, wie Tesla das eigentlich so hinkriegt. Ich meine, das hier oben werden die auch alles haben, aber ja. 4-Zonen-Klimaanlage, die hinten geregelt ist. Leider Gottes hinten keine Sitzheizung. Habe ich schon, ja, ein bisschen Ärger mit meinen Frauen bekommen, weil die das gerne gehabt hätten. Aber ja, ist auf jeden Fall vollautomatisch und das Ganze hat auch noch unten Media Interface für die Rückbank. Dann gibt es auch noch so ein paar Sachen, die sind so individuelle Komfortgefühle, wo ich mal so einen direkten Vergleich zwischen meinem Tesla und dem Audi e-tron ziehen möchte. Es gibt so ein paar Punkte, ja, wie soll man das sagen? Ich glaube, da merkt man einfach Jahrzehnte oder Jahrhunderte lange oder ein Jahrhundert lange Automobilbauerfahrung. Und zwar, das sind so Sachen wie Fahrwerksabstimmung, das heißt also die Dämpfungsabstimmung so hinzubekommen, dass sie hochkomfortabel ist, aber trotz allem quasi die Straßeneinflüsse nicht an den Fahrer ranlässt. Also das ist eine sehr, sehr homogene Dämpfungseigenschaft bei dem Auto, ohne einen Verlust zu haben, dass man denkt, man hat jetzt fährt abgekoppelt von der Fahrbahn. Das Ganze schafft man, ohne dass es irgendwie ein schaukeliges Fahrgefühl bei dem Fahrzeug gibt. Also das ist
diese Federdämpfung, also jetzt die Luftfederung, Dämpfungsfunktion, die ist unglaublich gut gelungen und meiner Ansicht nach zumindest gegenüber dem Model S gut. Ich hatte auch nur eins mit Stahlfahrwerk. Also da würde ich mal sagen, da ist der Audi bei den Dämpfungseigenschaften um Längen überlegen. Zweite Sache, was mir aufgefallen ist, die Funktionsweise, das Ansprechverhalten und das gesamte der Sichtvorteil durch den Scheibenwischer. Also der Scheibenwischer hat ein sehr, sehr, sehr gutes Ansprechverhalten in Bezug auf seine automatische Wischqualität und sie wischen auch viel besser. Das heißt also, auch wenn ich bei einem Model S neue Wischer drauf hatte, hatte ich immer direkt das Gefühl, okay, hier ist was nicht gewischt, da ist was nicht gewischt, da ist eine Riefe, oben nicht sauber gewischt, das ist also ganz anders. Also der Wischeindruck vom Scheibenwischer ist perfekt und das Ansprechverhalten von dem automatischen Wischer ist auch perfekt. Und dann die Klimasteuerung. Also das kann jetzt auch ein Thema sein von meinem älteren Model S. Beschweren sich ja viele. Hier hast du mal einen kalten Fuß, da hast du das Gefühl, da zieht es ein bisschen oder da ist es kühl an den Füßen. Also die Klimaanlagensteuerung, bestellst du 21 Grad ein und du hast immer 21 Grad. Überall. An den Füßen, am Kopf, Schulterbereich, das ist, also alles, was Klimalüftung ist, ist wirklich ein ganz, ganz großer Komfortgewinn im Verhältnis zu einem Tesla, das muss man ja auch einfach mal so sagen. Ich hoffe, ich kenne jetzt diese Model 3 Lüftung, kenne ich jetzt nicht so, die soll ja sehr gut funktionieren, kann ich jetzt nicht so sagen, aber also hier stellt man irgendeine Temperatur ein und ich habe das immer nur auf so einer Eco-Automatik laufen bei der Aircondition. Auf Automatikmodus 21 Grad, es ist 21 Grad und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendein Milligrad Temperaturschwankung hat. So, Fazit jetzt. Bin jetzt oft auch gefragt worden, oh, du wirst das bereuen, du wirst zurückgehen zu Tesla, das geht alles gar nicht. Ich muss jetzt mal sagen, mit dem Auto, so wie es da steht, bin ich sehr zufrieden. Ich fahre mit dem Auto gerne. Also ich steige in das Auto genauso gerne ein, wie ich vorher in meinen Tesla gestiegen bin. Ich habe mich, glaube ich, jetzt schon wieder daran gewöhnt, dass so eine gewisse, ich will jetzt gar nicht sagen, Fein-Finish. Endverarbeitung bei den Deutschen besser ist, weil das wäre eine Kritik an Tesla. Die will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht geben, weil ich immer auch mit der Verarbeitung zufrieden war bei meinem Auto. Aber es ist schon sehr, sehr angenehm, das Auto zu fahren. Es ist leise, ruhig, es verrichtet so vollkommen unaufgeregt seinen Dienst, sagen wir das so. Es ist ein unaufgeregtes Auto, was sehr gut zu diesem Elektroantrieb passt. Es ist halt klassisch wie ein Elektroauto. Also in gewisser Form entschleunigt, finde ich, ein Elektroauto. Das heißt, man fährt angepasster, adaptiver, man schaut ein bisschen auf den Verbrauch, man schaut auf die Reichweite. Also insofern, finde ich, passt das bei diesem Auto im Paket wirklich gut zusammen. Und ich habe bisher den Tausch gegen mein Tesla Model S noch nicht bereut. Ich würde mir wünschen, dass das Auto weniger verbrauchen würde. Und ich würde mir auch wünschen, dass das Auto ein bisschen übersichtlicher wäre. Weil ich fand, der Tesla war irgendwie vor allen Dingen nach vorne übersichtlicher. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da seit Jahren dran gewöhnt habe. Aber es ist halt so, man muss sich erst wieder dran gewöhnen, dass man im SUV halt höher sitzt. Das heißt also, die Sicht auch ist halt irgendwie zu den Seiten irgendwie begrenzt. Da ist aber nur meine Meinung. Gibt es irgendwas, was Audi wirklich nach meiner Sicht komplett falsch gemacht hat im ersten Schritt mit seinem Elektroauto? Nein. Also man kann jetzt kritisieren, wie man möchte. Da kam ja auch vielleicht nochmal so dazu regelmäßig diese Kommentare.
ja, man kann kein VW mehr kaufen, keine deutschen Autos mehr kaufen und so weiter und so fort. Das ist eine Meinung, die toleriere ich, und ich kann auch jeden verstehen, der einen Tesla kauft. Ich kann auch jeden verstehen, der einen Kia e-Niro, hätte ich auch beinahe gemacht, kauft, der einen Hyundai kauft. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Jeder soll das Auto kaufen und zum Schluss soll auch der Beste gewinnen, der das beste Auto baut, das beste Paket baut. Aber irgendwie kam das teilweise dann so rüber, naja, was ist denn das da? Tauscht so ein technologisch ein Top-Auto gegen ein technologisch veraltetes Auto nur wegen den deutschen Automobilherstellern, die sind selber schuld, ich kaufe keinen VW mehr, ich kaufe kein deutsches Auto mehr. Wohlgemerkt, das ist eine Einstellung, die, das ist okay, die kann jeder haben, die habe ich halt nicht, weil ich bin der Meinung, dass für Deutschland die Automobilindustrie, auch eine funktionierende Automobilindustrie, wichtig ist. Ganz einfach deshalb, weil sie, auch wenn zukünftig vielleicht durch Elektromobilität weniger, aber sehr viele Arbeitsplätze schafft, beziehungsweise sehr viele Arbeitsplätze erhält. Und ich halt der Meinung bin, dass man ja die Familien und die Mitarbeiter, also die Mitarbeiter und deren Familien von diesen Konzernen, die sind abhängig beschäftigt, die sind davon abhängig, dass sie arbeiten können. Und ich bin halt der Meinung, es kann nicht sein, dass man deshalb, weil Management Verfehlung gemacht hat, beziehungsweise teilweise sogar in betrügerischen Bereich gegangen ist oder sogar vielleicht auch Straftaten verursacht hat, bin ich halt der Meinung, dass man dafür auf keinen Fall die Mitarbeiter leiden lassen sollte. Also da sollen Strafen gezogen werden, die Verantwortlichen sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Es sollen auch Entschädigungen gezahlt werden für Leute, die man da verraten und verkauft hat. Aber zu sagen, ja, weil die das gemacht haben, kaufe ich jetzt nie wieder ein deutsches Auto oder ich unterstütze die auch jetzt gar nicht mehr, dass die Richtung Elektromobilität gehen können. Das sehe ich halt anders. Ich finde, dass wir alles dafür tun sollten, damit wir diese Arbeitskräfte in Deutschland oder eben auch in Europa, hat ja auch einer gesagt, eine Karre wird ja in Brüssel gebaut, stimmt, ist mir dann auch aufgefallen. Nehmen wir halt diesen deutsch-europäischen Gedanken mit dazu, dass das alles in geordneten Bahnen auch in der Zukunft ist. Gut, das war jetzt so mein Schlusswort. Also Entwarnung, ich sitze nicht abends im Sessel und heule mir die Augen aus, weil ich keinen Tesla mehr fahre, also bisher alles gut. Andere Erfahrungen, aber der e-tron ist nicht schlecht.